Genau. Ja, also wenn wir schon dabei sind, das ist das gute Stück. Ich kann dafür Werbung machen, weil sollten Sie es versuchen zu kaufen, können Sie das nicht. Das ist nämlich schon ausverkauft, die erste Auflage. Aber die zweite kommt bald. Das ist ja schon ungefähr 9 Jahre her, dass ich angefangen habe, mich zu beschäftigen, dass ich einen Vortrag halten durfte in San Antonio in Amerika. Und da sollte es um Nichtigkeit und Einsprüche gehen. In Deutschland, in Europa. Und dann wurde auch diskutiert, ob ich nicht schon mal was zum einheitlichen Patentgericht sagen sollte, wie das da abläuft. Und da muss ich ehrlich sagen, wurde ich damals vollkommen auf den falschen Fuß erwischt, weil ich gar nicht so richtig mitgekriegt habe, dass das kommt. Das habe ich natürlich dann gemacht. Und dann ist mir gedämmert, dass es diesmal wahrscheinlich ernst wird. Also, wir alle haben gehört, dass es so seit den 70ern das Gemeinschaftspatent gibt und dann gab es ja noch einen Anlauf, und dann gab es das mit der EPLA und so weiter. Also es gibt immer mal Versuche, so etwas zu schaffen, das hat aber alles nicht geklappt. Aber diesmal ist es so, dass man tatsächlich versucht hat, es wirklich zu schaffen. Und dann wurde mir langsam bewusst, das ist eine Riesensache. Gut, bei diesem Vortrag. Dann in San Antonio ging es dann nicht darum, es wurde dann rausgelassen, weil auch das ganze System noch gar nicht fertig war. Aber schon nächstes Jahr habe ich dann was darüber erzählt. Und dann habe ich natürlich auch erzählt, das System kommt bald. Ja, bald. Ist eine relative Sache, denn es hat dann noch sehr, sehr lange gedauert und wir haben es immer noch nicht. Weil das meiner Meinung nach so eine große Sache ist, habe ich beschlossen, nachdem ich mich dann noch etwas mit beschäftigt habe, dass ich vielleicht versuche, mir auch da irgendwelche Meriten zu erwerben und habe also den Heimanns Verlag angesprochen, wie es wäre, ob man ein Buch dazu schreiben könnte. Und die haben gesagt, ja, das dürfte ich. Das habe ich dann auch. Das Buch ist Dezember 2016 erschienen. Also es ist auch schon fast 5 Jahre alt. Und auch damals ging es darum, dass das System bald kommt. Und die Schwierigkeit, die man damals hatte, das war Brexit. Und wie man damit umgeht, damals hat noch keiner gedacht, dass der Prozess oder das Land, was am meisten Schwierigkeiten bereiten würde, Deutschland wäre. Weil in Deutschland parteienübergreifend, also bis auf die AfD, die damals, na Gott sei Dank oder leider, muss man sagen, also damals, Gott sei Dank, noch keine Rolle spielte, heute leider, waren alle dafür. Aber dann, nachdem die erste Ratifikation ja durch war, gab es eine Verfassungsbeschwerde gegen das Ratifizierungsgesetz, in der tatsächlich stattgegeben wurde. Allerdings nur mit der Maßgabe, dass man die Ratifizierung wiederholen müsste und dass dann nicht wie damals zwar die Abgeordneten einstimmig dem Ganzen zustimmen, es waren aber nur irgendwie 50 Stück, das waren alle diese berühmten Nachtsitzungen, sondern dass es tatsächlich 2/3 aller Abgeordneten sein müssten. Das hat man dann wiederholt, vor ungefähr einem Jahr, ein bisschen später. Und dann gab es eine zweite Verfassungsbeschwerde, direkt danach, also wieder von dem Beschwerdeführer der ersten sowie von einer zweiten Organisation. Man weiß es nicht genau natürlich, weil das wird nicht veröffentlicht. Wer das. Ja, genau. Also, aber offiziell weiß man es nicht. Also, ja, klar, aber inoffiziell, offiziell weiß man es. Und dann hat es aber jetzt nicht wie beim ersten Fall 3 Jahre gedauert, dass das Bundesverfassungsgericht zu einer Entscheidung gekommen ist, sondern jetzt ungefähr ein halbes Jahr. Das heißt, Anfang Juli haben wir eine Entscheidung, dass das ganze System wirklich kommt. Und ja, ich setze.
Ich werde es versuchen. Also das Ganze ist schon sehr kompliziert. Also man kann mühelos also Stunden, Tage damit verbringen, sich nur darüber Gedanken zu machen. Aber im Grunde geht es um zwei Dinge. Bisher ist es ja so, dass es zwar das Europäische Patentamt gibt in München, aber ein richtiges europäisches Patent gibt es nicht. Sondern wenn man vom EPA in München, gut, in Greifswald haben sie auch eine Zweigstelle, eine Erteilung bekommen hat, dann zerfällt das Patent ja in verschiedene einzelne nationale Patente. Das Validierung. Das werden die meisten wohl wissen. Und das wollte man überwinden. Man wollte sagen, das ist ja eigentlich ein Anachronismus. Wieso soll das so sein? Wieso soll bloß weil ich jetzt eine Erteilung habe, ich jetzt auf einmal wieder in die nationalen Phasen zurückfallen? Das ist das Erste. Das Zweite ist, und das ergibt sich natürlich aus dem bisherigen Stand, dass wenn ich ein solches europäisches Patent habe, ich das Land für Land durchsetzen muss. Das heißt, wenn ich eine Verletzung in Deutschland habe, muss ich in Deutschland klagen. Wenn ich dann eine Verletzung in Frankreich habe, muss ich in Frankreich klagen und so weiter und so fort. Das hat natürlich in der Praxis häufig dazu geführt, dass man in einem Land einfach mal anfängt, dann einigt man sich. Aber es gibt auch Fälle, wo tatsächlich Land für Land geklagt wurde. Und natürlich gibt es auch Fälle, die dann auch entsprechend in der Literatur breit diskutiert werden, wo dann einzelne Gerichte zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind, was natürlich eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein bisschen blöd ist. Die Motivation ist jetzt, dass man sagt, okay, wir sind in Europa, das heißt, wir wollen das Ganze jetzt auch vereinheitlichen. Das heißt, wir wollen ein Schutzrecht, was für ganz Europa gilt, wobei man jetzt schon sagen muss, das stimmt auch noch nicht mal. Aber so vielleicht später. Und ein Gericht, wo ich, wenn ich eine Verletzung in Europa habe, hingehen kann und was dann für alle die betreffenden Länder mir ein Urteil gibt, damit ich solche Parallelverfahren nicht mehr durchführen brauche. Die rechtliche Konstruktion, wie man das gemacht hat, ist sehr kompliziert. Das hat verschiedenerlei Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Es ist aber so, dass selbst wenn das ganze System jetzt starten wird, nicht ganz Europa dabei sind, sondern zurzeit wären es 16 Länder. Ich habe eine Grafik vorbereitet, beziehungsweise von einem Kollegen aus meiner Kanzlei, der Dr. Malesser, dem ich jetzt grüße, mich sehr bedanke, der hat mir das gemacht. Magst du die kurz einspielen? Ja, die kann ich einspielen. Kleinen Moment. Ich habe gerade nur, bevor ich die einspiele, ganz kurz nur zur Info. Ich habe gerade Chatnachrichten gekriegt, dass mein Audio nicht hörbar war. Deswegen meine schöne Einführung an dich war runtergegangen. Deswegen erzähle ich noch mal ganz kurz, nur ganz kurz nachträglich, wer du bist, nämlich der Alois Hüttermann. Das steht aber ja auch im Video. Der ist Mitgründer der Kanzlei Michalski Hüttermann Partner, wo ich gerade seit 1,5 Wochen auch zugestoßen bin. Und der hat sich schon viel mit dem Einheitspatentgericht und dem einheitlichen Patentgericht und dem Einheitspatent beschäftigt und ist hier im Interview. Und sonst habe ich eigentlich gar nicht so viel erzählt. Ich habe ihn einfach nur mal gebeten, kurz zu erzählen, worum es eigentlich ging. Und jetzt schalten wir mal ganz kurz um auf das Bild und das sehen wir hier. Da sehen wir eben die Abdeckung von dem Patent. Den Alois kann man jetzt gerade nicht mehr hören im Moment, aber ich erkläre das mal ganz kurz. Also es sind eigentlich alle EU-Länder dabei, bis auf Spanien und Großbritannien ist ja nicht mehr in der EU, deswegen ist Großbritannien gerade nicht mehr dabei. Polen ist im Moment noch nicht dabei und es sind manche Länder in östlichen EU gerade noch nicht dabei. Es wird aber damit gerechnet, dass die zeitnah dazustoßen. Das sind im Moment noch helle Flecken auf der Karte, aber ich rechne damit, dass bestimmte Länder wie zum Beispiel Griechenland und so bestimmt auch dazustoßen. Ich schalte mal wieder zurück, damit man den Alois auch wieder hört, aber nur damit die Zuhörer mal hier gesehen haben, was im Moment abgedeckt ist. So, jetzt bist du wieder hörbar. Erzähl mal ganz kurz, was es mit den weißen Flecken auf der Karte auf sich hat. So. Das System besteht aus zwei Teilen. Das eine betrifft das Patent und das läuft über die EU. Und das andere betrifft das Gericht und das basiert auf einem internationalen Abkommen.
Und nur wenn ein Land diesem Abkommen beigetreten ist, dann kann man dort auch ein Einheitspatent bekommen. Und dann ist das einheitliche Patentgericht auch für einen zuständig. Wie das genau ist, das erzähle ich noch gleich. Das ist auch der Grund, warum es diese Ratifikation in Deutschland, die ich schon erwähnt habe, überhaupt gab. Denn wenn das Ganze über die EU gelaufen wäre, dann wäre das alles ja quasi an dem Deutschen Bundestag, ich will sagen, vorbeigelaufen, aber dann hätte der Deutsche Bundestag die Verpflichtung gehabt, zum Beispiel unter eine EU-Verordnung umzusetzen, und dann hätte es auch diese Vorlage an das Bundesverfassungsgericht nicht gegeben. Die Sache ist, dass zurzeit 15 Länder das Übereinkommen ratifiziert haben, und das 16., nämlich Deutschland, steht kurz davor. Und es gibt, wie in allen internationalen Verträgen, natürlich eine Klausel, wo drin steht, aber wann das gilt. Und diese Klausel sagt ja also, dass, also ich kürze das ein bisschen ab, dass auf jeden Fall Deutschland dabei sein muss. Und deshalb war das auch so wichtig, was das Bundesverfassungsgericht sagt, denn hätte das Bundesverfassungsgericht gesagt, Deutschland darf nicht ratifizieren, wäre das ganze System wohl tot gewesen, und auch die anderen Länder hätten das dann nicht machen können. Aber jetzt ist es so, dass die Beschwerden zurückgewiesen wurden, beziehungsweise, um es juristisch korrekt zu sagen, es gab einen Antrag, dass sozusagen die Ratifikation ausgesetzt wird und das Bundesverfassungsgericht dem Präsidenten untersagt, das Ganze zu ratifizieren. Und dieser Antrag wurde abgelehnt mit der Begründung, dass die Anträge in der Hauptsache unbegründet seien, unzulässig, Entschuldigung, nicht unbegründet. Und es gibt zwar Leute, die sagen, ja, da können die vielleicht noch nachlegen oder so, aber de facto ist es so, der Zug ist jetzt abgefahren. Es ist aber so, dass selbst wenn Deutschland jetzt ratifizieren würde, das Ganze noch nicht losgeht. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich zu einem Gericht gehe, wäre es ja ganz gut, wenn da jemand sitzt, der über meinen Fall urteilt. Also es wäre ganz gut, wenn man da ein paar Richter hat. Oder vielleicht auch ein paar Richterinnen. Genau. Die gibt es aber zurzeit noch nicht. Und es ist so, dass zwar eine Übergangszeit vorgesehen ist, also bis zur letzten Hinterlegung, bis das Ganze anfängt, die ist aber zu knapp, um da wirklich Leute einzustellen. Und deshalb hat man 2015 gesagt, okay, wir machen ein Zeitabkommen, das sogenannte Protokoll zum Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht, ganz langer Name, abgekürzt Protokoll. Und da hat man gesagt, okay, wenn das da ist, dann können wir schon Leute einstellen. Und dann können wir auch bestimmte andere Sachen machen, zu denen wir vielleicht noch kommen, wenn es die Zeit nicht total davon rennt. Und dieses Protokoll ist aber auch noch nicht in Kraft. Und selbst wenn Deutschland das ratifizieren würde, was es jetzt darf, wäre es trotzdem noch nicht da, denn dann bräuchte man noch zwei weitere Länder, die das machen müssen. Das wird natürlich für die Bälde erwartet. Also nachdem es da die Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht gab und es in Deutschland alles erstmal auf Eis lag, haben die anderen Länder natürlich nicht sehr viel gemacht. Aber jetzt müssen sich zumindest zwei von denen bewegen. Und dann könnte man losgehen und die letzten Vorbereitungshandlungen machen, also sprich Leute einstellen, die IT nochmal überprüfen. Also man hat mir gesagt, dass am Anfang diese Blockade gar nicht so unwillkommen war, weil natürlich die IT noch nicht stand. Aber wahrscheinlich, wenn man sich das genau anguckt, muss man die IT nochmal überholen, das ist ja immer so. Und dann kann es wirklich losgehen. Diese Protokollphase, da munkelt man, wird ungefähr 8 Monate dauern. Das heißt, wenn jetzt bald das Protokoll in Kraft tritt, vielleicht dieses Jahr, vielleicht geht es sogar auch noch schneller, dann 8 Monate später könnte das ganze System wirklich dann auch wirklich kommen. Eigentlich mit 5, 6 Jahren, 5, 6 Jahren. Ja, ist doch prima. Genau, am Ende sind wir da. Ja, das ist doch gut. Ich habe hier zwischendurch mal zwei Kommentare, die ich ganz kurz wiedergeben will. Und zwar sagt Dr. Michael Plewan von auf LinkedIn, also wir sind auch auf LinkedIn zu sehen, sehr spannendes Thema, schau mir das später in Ruhe an. Und der Paul Komoski hat mich vor allen Dingen erstmal darauf aufmerksam gemacht, dass ich nicht zu hören war. Und jetzt fragt er aber,
Welche Parteien forcieren das? Ich nehme an, das sind vor allen Dingen die Anmelder, also die Patentanmelder, diejenigen, die Patente haben wollen, wollten es einfach einfacher haben, in Europa ein universelles Schutzrecht zu haben, sodass man nicht überall in jedem einzelnen Land eins haben muss und das dann auch leichter durchsetzbar ist. Oder kann man das so vereinfacht zusammenfassen oder gibt es auch noch andere Stakeholder, sage ich mal, die das vor allen Dingen gepusht haben? Ja, natürlich waren die Anwälte stark dafür, weil auch hier die Sache nicht so einheitlich ist. Es gibt Nicht so einzelne Anwälte, die sagen, einheitlich nee, wir ist. möchten Es das gibt auch nicht. einzelne Anwälte, die Zum sagen, nee, Beispiel aus wir dem möchten das zentralen nicht. Sicherheitsangriff, Zum Beispiel aus dem zum Beispiel wir haben zentralen nicht richtig Nichtigkeitsgekommen. gekommen, Ich zu weiß nicht, erzählen, was was das das ist. ist. Aber Aber grundsätzlich grundsätzlich war war es es so, so, dass dass die die Anwälte Anwälte das haben es wollte. gibt aber auch, wie wir Es sagen, gibt aber auch Leute, die es gibt sagen, aber auch, die sagen, das einfach so als Leute, die sagen, unschön oder als unvollständig dass empfunden haben. das System, wie es jetzt ist, dass es so fragmentiert ist, was zum größten Teil historische Gründe hat. Man hat sich halt in den 70er Jahren, beziehungsweise da hat sich ein Land, damals Irland, quergelegt, damals auch von Einstimmigkeit. Und dann hat man das Europäische Patentamt gegründet, um wenigstens ein vollenden. Also ich glaube, dass die Motivation, dass man sagt, wir wollen hier auch ein bisschen Europa schaffen, dass die nicht zu unterschätzen ist. Ich kann vielleicht etwas ganz gut sagen. Also das Einheitspatent, wenn wir es dann haben, wird weiterhin vom Europäischen Patentamt geteilt. Also man ist jetzt nicht hingegangen wie bei der Gemeinschaftsmarke oder beim Leute, die technisch Ahnung haben und etwas erteilen. Und die gibt es einfach beim EPA. Und da jetzt noch ein zweites Amt aufzubauen, wäre Wahnsinn. Und dann kann man sich im Prinzip entscheiden, will man das einheitlich oder will ich wie bisher national validieren. Also ich nehme Deutschland und Frankreich national. Ganz wichtig, ich kann nicht beides, das ist okay. Aber Einheitspatent und eine deutsche Validierung geht nicht. Für die Länder, die jetzt noch nicht dabei sind, muss ich das wie bisher normal validieren. Das heißt, in Spanien oder Großbritannien müsste ich das machen wie bisher. Hat zumindest für eine Zeit noch eine weitere Bewandtnis, nämlich, dass ich eine Übersetzung vorlegen muss. Wenn der Text des Patentes in Französisch oder Englisch ist, muss ich, Entschuldigung, Französisch oder Deutsch, die dienen nur zu Informationszwecken. Also wie gut die sein muss, muss man mal schauen. Wenn der Text, was ja häufig ist, in Englisch ist, dann muss ich eine Übersetzung in eine der Amtssprachen der EU, interessanterweise wäre auch Spanisch erlaubt, obwohl Spanien nicht dabei ist, eine Parallelanmeldung habe, dann stehen dann noch Kosten. Und das Zweite ist natürlich, ich muss Jahresgebühren zahlen. Und die Jahresgebühren des Einheitspatents orientieren sich an den damaligen, also man hat sogar mal festgelegt, 2015, Jahresgebühren addiert von Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden. Das waren die damaligen Top-Anmelder zu einem Zeitpunkt, wo Italien noch nicht dabei war. Die mochten am Anfang nicht. Gut, jetzt ist Italien dabei, da noch was dann dreht, halte ich für unwahrscheinlich. Das sind natürlich höhere Kosten als nur in Deutschland oder Frankreich alleine. Dafür kriegt man aber auch deutlich mehr Fläche. Muss man sich überlegen, ob es einem das wert ist. Das ist aber nur eine reine Alternative. Viel, viel wichtiger ist das einheitliche Patentgericht. Ja.
Also, damit ich die Kopfhörer vom iPhone reintun kann, müsste ich erstmal ein iPhone haben. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen leiser gestellt. Ich hoffe, geht es besser. So, also ich zeichne das Audio auf und ich habe es hier ganz einigermaßen gut und werde dann nachher das Video nochmal verlinken. Also das fertige Video lade ich nachher nochmal hoch und dann kann es jeder vielleicht sich nochmal anhören. Das tut mir leid, dass es gerade wohl etwas schlechte Audioqualität ist. Ich versuche das nächste Mal besser sicherzustellen. Okay. Aber mach einfach weiter. Okay. Also Genau. es ging jetzt Also darum, das kleine dass die Stipendiengericht. Kosten relativ hoch waren, ne? Die Validierungskosten. Und das war. Sag mal so, wenn ich bisher die Standard 3 genommen habe, Deutsch, Englisch, Deutsch, England, England, Frankreich, dann ist natürlich denen gegenüber die Kosten höher, weil England, Großbritannien musste ich weiterhin national validieren und gegenüber Deutschland und Frankreich alleine wäre das Einheitspatent ungefähr doppelt so teuer. Dafür kriege ich, wie gesagt, auch mehr Fläche. Und außer dieser einen Übersetzung, die ich einreichen muss, habe ich keine weiteren Übersetzungserfordernisse. Das heißt, sowas wie in Italien, wo ich eine volle Übersetzung brauche, das brauche ich nicht mehr. Oder in Niederlanden brauche ich Übersetzung der Ansprüche, brauche ich auch nicht mehr. Gut, das kostet vielleicht nicht so hoch. Also für viele Länder spart man sich diese Kosten. Das muss man sich halt überlegen, ob man das will. Aber das ist eine reine Alternative. Und häufig wird es wahrscheinlich, denke ich, Genau. auf eine Da, dann kostengleiche in dem Patente Zusammenhang hinweg. vielleicht die Frage, kann man die Patente in Zukunft auch national durchsetzen? Ich meine, kann man die Kosten, also die Kosten werden jetzt, wenn man jetzt bisher zum Beispiel nur Deutschland, England, Frankreich immer validiert hat, dann sind die Kosten etwas höher. Wenn man das in Zukunft wollte, kann man in Zukunft auch einfach nur Deutschland, England, Frankreich Patente haben? Wie funktioniert das? Also da ist zum Beispiel, kannst du vielleicht kurz aufs Opt-out eingehen? Ja, also es ist ein bisschen kompliziert. Ja. Tut mir leid. Also ich kann weiterhin beim Europäischen Patentamt sagen, ich möchte gerne nur einen deutschen, einen englischen und einen französischen Teil. Das kann ich machen. Da bin ich nicht daran gehindert. Die Frage der Durchsetzung ist ein bisschen anders. Die Frage der Es Durchsetzung ist ist nämlich ein so, dass bisschen anders. grundsätzlich, Es ist nämlich man so, weiß, wenn dass die Juristen sagt, grundsätzlich, und Deutsch grundsätzlich, gibt Ausnahmen, man aber weiß, wenn die grundsätzlich Juristen ist es sagt, so, dass das grundsätzlich und einheitliche Deutsch gibt Ausnahmen, Patentgericht dann dann für für mein mein Patent Patent zuständig zuständig ist. ist. Und das Und gilt, das ganz gilt, wichtig, ganz nicht wichtig, nur nicht für nur für Patente, die in Patente, Zukunft die in erteilt werden, Zukunft sondern für erteilt alle, werden, die sondern es für jetzt alle, gibt. die es jetzt gibt. Und egal, ob das ganz Und normale egal, europäische ob das Patente ganz normale sind europäische oder Patente sind Einheitspatente. Und das ist auch oder in der Zukunft Einheitspatente. so. Und das ist auch in der Zukunft so. Das heißt, diese Das jetzige heißt, Konstruktion, ich habe diese ein europäisches jetzige Patent, Konstruktion, ich habe ein klage das europäisches aber Patent, in klage zum das Beispiel aber Düsseldorf vom in Landgericht Düsseldorf zum Beispiel durch. Düsseldorf vom Landgericht Düsseldorf durch. Das geht Das grundsätzlich nicht mehr. geht Wie gesagt, grundsätzlich grundsätzlich, nicht denn mehr. es gibt eine Ausnahme. Ich kann Grundsätzlich, denn sagen, es ich gibt eine möchte das nicht. Ausnahme. Das sogenannte Ich Opt-out. kann sagen, ich möchte das nicht. Ich kann Das sagen, sogenannte Opt-out. für mein Ich kann Patent sagen, X möchte ich, dass das für mein einheitliche Patent Patentgericht nicht X zuständig möchte ist, ich, dass das sondern es einheitliche soll so Patentgericht laufen, wie es nicht bisher zuständig ist. ist, Das muss ich sondern eintragen. Und und das das kann kann ich ich eintragen eintragen 7 Jahre 7 Jahre lang, lang, nachdem das Einheitliche Patentgericht einheitliche angefangen hat zu Patentgericht arbeiten. angefangen hat zu arbeiten. Und dann, Und wenn ich dann, das tue, wenn ich das tue, würde die würde Lebenszeit des für die Lebenszeit Patentes des Patentes so weiterhin sein, dass die es nationalen so sein, Gerichte dass es zuständig die sind. nationalen Gerichte Ich kann das zuständig wieder sind. zurücknehmen, wenn ich möchte. Ich kann es wieder Aber dann zurücknehmen. geht es nicht wieder aus. Also Aber dann geht es es, nicht wieder irgendwann muss man aus. sich Also überlegen, so ein bisschen. irgendwann muss man Das sich überlegen, was heißt, man will. wenn das jetzt nächstes Jahr kommt, Das dann wäre es so, heißt, dass ab wenn das jetzt nächstes Jahr kommt, dann wäre es so, 2029 zum dass ab Beispiel 2029 das einheitliche 2029 zum Patentgericht für Beispiel alles, was dann erteilt wird, tatsächlich das Einheitliche Patent auch und auch angemeldet angemeldet wird, wird, zuständig zuständig ist. ist. Wobei Wobei ich ich auch auch für für Anmeldungen Anmeldung Opt-out Opt-out einreichen einreichen kann. kann. Also Das geht noch eine das ganze geht Weile, noch dass eine ich das Weile, dass mache. ich das machen kann. Wenn ich Wenn ich danach danach für Patente, die uns dann für 2030 Patente, die uns dann angemeldet werden, 2030 angemeldet werden,
Wenn ich da möchte, dass wenn ich da möchte, dass Gerichte die deutschen werden, Gerichte dann zuständig werden, in Deutschland dann beim müsste ich tatsächlich in Deutschland beim DPMA anmelden. Um es noch zu ergänzen, diese, dieses Opt-out, das kann einmal verlängert werden. Aber danach ist dann wirklich Schluss. Also auf lange Sicht, aber danach ist dann wirklich Schluss. Also ist auf es lange so, Sicht, dass das eigentliche Patentgericht für alle Patente, die aber vom EPA erteilt werden. Jetzt von der Übergangszeit habe ich die aber Möglichkeit, dass ich sage, jetzt nein, ich möchte das der nicht. Übergangszeit und, habe ich die Möglichkeit, dass ich sage, nein, ich möchte das nicht. Ja, wir sind, das kann ich ja übrigens schon in dieser Protokollphase machen. Und dann würde das, dann schon, würde das gelten, schon gelten, wenn es anfängt. Warum wenn es ist das anfängt? Wichtig? Warum ist denn das wichtig? Kann dieses Opt-out, denn ich kann dieses Opt-out innerhalb dieser 7 Jahre klären, innerhalb dieser 7 Jahre erklären, aber nur solange es noch kein Verfahren gibt vor dem Anwalt. Wenn ich mich selber geklagt habe, dann habe ich die Hand. Aber solange ich mich selber geklagt habe, na gut, das Patent gibt. Und das ist neu. Ich habe jetzt eine zentrale Nichtigkeit, Möglichkeit für alle, Länder, die Länder, die Übereinkommen dabei sind, vor dem Übereinkommen dabei sind, vor dem Endgericht. Wenn das einmal eingereicht ist, das heißt, wenn ich auf Ursache gehen werde, das ist schon angekündigt von einigen Firmen, dass sie zumindest überlegen, einige, alle Patente auszuopten, dann kann ich das während dann kann ich das während dieser Protokollphase tun. Okay, ja. Genau, das wäre wahrscheinlich ein Thema für ein ganz neues Video. Da kann man bestimmt auch sehr lange drüber diskutieren, ob das was klug ist und was nicht klug ist. Vielleicht kann man, kannst du noch mal ganz kurz, wir sind jetzt schon relativ lang dabei, fast eine halbe Stunde. Aber vielleicht kannst du noch ganz kurz darauf eingehen, wie aufwendig und teuer es denn ist, im Vergleich zur Durchsetzung in Deutschland dann europaweiten Patent durchzusetzen. Natürlich muss man sehen, wenn man beim einheitlichen Patentgericht ein Patent durchsetzt, kann man natürlich einen Titel in ganz vielen EU-Ländern auf einmal erhalten und dann die praktisch die Benutzung des Patents gleich in ganz vielen Ländern auf einmal untersagen, was natürlich insgesamt eine Kostenersparnis ist. Wenn man allerdings, bisher haben es einige Patentinhaber so gemacht, dass sie erstmal nur zum Beispiel in Deutschland klagen. Die meisten haben das so gemacht und dann vielleicht, wenn es da erfolgreich war, vielleicht in anderen Ländern nochmal geklagt haben. Das funktioniert ja jetzt nicht mehr. Und ja, kannst du da so ein bisschen einschätzen, wie teuer es ist, so ein Patent durchzusetzen beim einheitlichen Patentgericht? Also, sag mal so, also, sag mal so, ich könnte es einfach mal sagen, es kostet gar nichts, denn wenn ich gewinne, müssen die anderen zahlen. Wie teuer das wirklich wird, das lässt sich schwer einschätzen. Also ich würde schätzen, dass wenn man vom selben Streitwert ausgeht, die Kosten vielleicht doppelt so hoch sind. Aber das muss man mal sehen, was das Gericht sagt. Die haben nämlich da eine Richtlinie oder ein Dokument, wo steht, dass es eine Obergrenze gibt der erstattbaren Kosten, vor allem Einmalskosten, aber die sind absurd hoch. Also ich könnte mir vorstellen, dass da nochmal rangegangen wird. Das war nämlich zu einer Zeit erstellt worden, könnte man sich vorstellen, dass das nochmal überholt wird. Aber auch hier hätte das Gericht die Möglichkeit gehabt, hier die sozusagen, also Leute, das, was die an Anwaltskosten verbraten haben, selbst wenn sie gewonnen haben, das Gericht der Nutzung wieder. Die Sache ist, dass ich habe gesagt, derselbe Streitwert schon mal gewiss höher sein wird, weil das Territorium viel größer ist. Das heißt, wenn ich jetzt in Deutschland einen Streitwert zum Beispiel mit 2 Millionen hätte, dann hätte ich ihn beim Einigen Patentgericht vielleicht locker 5, 6, 7 Millionen, ganz einfach, weil jetzt Frankreich, Benelux, Italien mit dabei ist und dort hat man vielleicht auch Verkäufe. Insofern muss man mal schauen. Also die Kosten werden wahrscheinlich größer sein, dafür kriegt man auch mehr. Das heißt, wenn man gewinnt, dann hat man die Chance,
wenn man es nicht zu sehr übertreibt, beziehungsweise die Anwälte, dass man das vielleicht vorher mal sagen muss, dass man seine Anwaltskosten widerstattet. Vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz, weil das jetzt ja relativ lange war. Was sind denn aus deiner Sicht so die drei wichtigsten Punkte, die die Zuhörer und Zuschauer hier aus dem Interview mitnehmen sollten, was sie da auf jeden Fall im Kopf behalten sollten in Bezug auf das einheitliche Patentgericht und das Einheitspatent? Ja, also das Erste ist, dass das ganze System... das ist nur eine Frage der Zeit. Das Zweite ist, dass auch nicht mehr so wahnsinnig lange dauern wird, vielleicht Ende nächsten Jahres, Anfang übernächsten Jahres. Und das Dritte ist, und das halte ich für entscheidend, ist, das einheitliche Patentgericht ist viel wichtiger als das Einheitspatent. Und wie man sich gegenüber dem einheitlichen Patentgericht aufstellt, insbesondere wie man das mit seinen Patenten macht, ob man hier ein Opt-out macht oder nicht, das muss man spätestens wenn die Protokollphase anfängt, also irgendwann mal Anfang des Jahres sprechen, ist notwendig, dass es tätig wird. Okay. Ja, dann jedenfalls dir ganz, ganz lieben herzlichen Dank, dass du deine Zeit geopfert hast für das Video und für den Stream. An die Zuschauer nochmal Entschuldigung, dass das mit dem Ton irgendwie suboptimal war. Ich hoffe, dass die Aufzeichnung bessere Qualität hat. Ich poste dann unter dem Stream einen Link zu dem aufgezeichneten Video, sobald ich das hochgeladen habe. Und ja, Alois, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Und nochmal an die Zuschauer und Zuhörer. Ich habe jetzt etwas Pause gemacht in meinen Videos, aber da ich jetzt die Kanzlei gewechselt habe und jetzt einfach auch ein größeres Team dahinter steht, starte ich jetzt wieder jeden Donnerstag mit einem Video. Das heißt, nächsten Donnerstag kommt auch wieder ein neues Video in die verschiedenen Kanäle. Und das Wichtigste zum Schluss, was ich eigentlich meinen Zuschauern und Zuhörern immer mitgebe auf den Weg, das Wichtigste ist, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie und nicht andere die Früchte Ihrer Ideen. Damit bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Tschüss.